Wut und Angst treiben die Kurden in Köln auf die Straße. Sie protestieren gegen die anhaltenden Angriffe des türkischen Militärs auf Stellungen der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK im Nordirak. Viele fordern die Freilassung von PKK-Chef Öcalan. Wir möchten keinen Krieg zwischen Kurden und Türken. Wir möchten keinen Krieg haben, deswegen sind wir hier. Und dass die türkische Regierung zieht die Kurden im Krieg rein. Und das hatte davor und dadurch wollen die das kurdische Gebiet und was der Kurdistan geht, alles kaputt machen durch die Bombardierung mit den Bomben. Seit Juli nimmt die türkische Armee Stellungen der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei unter Beschuss. Als Reaktion auf einen Anschlag, bei dem 2 Polizisten starben. Auf Gewalt folgt Gegengewalt. Beide Seiten haben den 2013 geschlossenen Waffenstillstand aufgekündigt. Seither wächst die Sorge, der Kurdenkonflikt könnte gänzlich wieder aufbrechen. In der Türkei, aber auch bei den Kurden in Köln.